So, wir sind zurück in Frostpunk und wir müssen einen Weg wählen, wir müssen uns entscheiden. Denn die Leute sind aufgewühlt, Angst und Zweifel quälen sie. Sie haben die Hoffnung auf unser Überleben verloren. Die Verzweiflung könnte sie schnell zu leichtsinnigen Taten verleiten. Du musst sie durch eine gemeinsame Zukunftsvision vereinen. Entscheide jetzt, was ihnen ein Ziel geben und die Hoffnung wiederherstellen kann. Sonst herrschen in unserer Stadt bald dieselben chaotischen Zustände, die auch Winterheim vernichtet haben. So. Man geht also davon aus, dass es also einen Aufstand gab. Scheint mir jedenfalls. Ja, Ordnung und Disziplin. Glaube und spirituelle Kraft. Eieiei. Ja, Glaube hat den Menschen ja anscheinend immer geholfen. Aber so, wenn man jetzt mal ganz aktuell denkt, ist der spirituelle Glaube dann doch sehr zurückgegangen. Und ich persönlich bin auch eher der einer von Ordnung und Disziplin. Das hört sich jetzt extrem falsch an, aber egal. Ich glaube, das würde dann schon doch mehr bringen. Weil das würde heißen, man vertraut den Menschen. Und Menschen kann man nicht vertrauen. Ich bin für Ordnung und Disziplin. So. Zweck. Gesetzbuch. Ich habe ein Zwecksgesetzbuch. Okay. Ja. Nachbarschaftswache. Ach du Heilige. Wir müssen mobil machen, um und zusammenstehen. Um Einwohnern in Not zu helfen und sie vor Unruhestiftern zu schützen. Ja, Wachturm. Wachtürme steigern die Hoffnung der Bewohner, die okay in der Nähe leben. Ich muss zwei, okay, zwei und nicht mehr bauen. Ja, das geht doch noch. Finde ich okay. Alter, guckt euch das an. Der Wachs ist gestorben. Ja, jetzt sterbt halt noch alle. Moment. Stopp. Muss ich erstmal drauf klarkommen. Also, ein freiwilliger Verband. Wir haben lieber, bla bla. Ich fühle mich sicherer. Ja, ich glaube, die sind ziemlich am Austicken gerade, kann das sein. Könnt ihr trotzdem bitte weiterarbeiten, das wäre echt super. Wir können auch euch gerne so ein Dings hier bauen. Oh, Ordnung. Der kostet ja nicht so viel. Ja, vielleicht sollten wir den tatsächlich gerade priorisieren. Vor gewissen anderen Forschungen. Was wollte ich denn forschen? Warte, kann man auch was Richtung Ordnung forschen? Also, okay, mach mal weiter. Heilige, was ist los? Auf dem Weg zu einem Protest, das ist nicht gut. Fall von Winterheim, Versprechen gebrochen, eine Wachse ist gestorben. Ja, moi. Ihr habt genug Essen, was wollt ihr eigentlich? Nichts mehr produziert, finde ich gut. Ja, dann, Alter, das gibt es nicht. Die haben sich ja versammelt und schon gehen sie wieder. Finde ich gut, genau so. Einige wollen gehen. Nein, stopp. Hallo. Sir, Sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt. Aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns. Blödsinn. Ordnung rettet uns? Blödsinn. Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird, wenn wir verhungern sind. Ja, wenn man 255 Essensrationen hat, dann geht das eigentlich. Wenn wir nicht versuchen nach London zu kommen, enden wir wie in Winterheim. Okay. Macht, was ihr wollt. Wir wollen gehen. Ja, Leute, ey. Wir werden halt echt nicht sterben, aber... Ach, bitte, Leute. Deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen andere zum Mitkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleiten. Erhalte den
Frieden, gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe die ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende soziale Krise zu führen. Boah, ey. Jetzt werde ich Politiker. Fuck me. Lass nicht zu, dass die Londoner den Stadtfrieden stören. Ja. Leute. Moment, Moment. Das ist gerade wichtiger. Nein, nicht noch mehr Überlebende. Scheiße. Egal, kommt alle hin. Ja, ist okay. So. Erforschen. Verdunkeln der Sonne, ja. Okay. So, statt auf... okay. Ja, Astronomen hätte ich da jetzt nicht zwingend mehr erwartet. Statt auf Astronomen treffen wir auf einige unserer vermissten Bewohner oder Einwohner. Sie erklären, dass sie hier Hilfe suchten, aber nur Tote vorfanden. Die Astronomen haben ihre Beobachtungen fortgesetzt, bis sie verhungert sind. Was war so wichtig für sie? Wir finden die Antwort in ihren Tagebüchern. Das Verschwinden des Sonnenlichts kann nichts ausschließlich auf die Verschmutzung der Atmosphäre durch die südlichen Vulkane zurückgeführt werden. Die Sonne verdunkelt sich ja, das ist ja noch geiler. Joa. Ist mir eigentlich wurscht, wenn da ein paar sterben beim Marsch zurück. Ja, schafft ihr, Leute. Ich muss jetzt mal nämlich weiter, direkt weiterkommen. Hopp. Denn, ich will auch in der Sache immer weiterkommen. In Sachen Story. Die Londoner. Viele. Tendenz steigend. Ja, super. Huch, lass nicht zu, dass die Londoner den Stadtfrieden stören. Ja, Leute. So, wir brauchen eine Arena, glaube ich. Wir brauchen tatsächlich mal eine Arena, dass ich das nochmal gesagt hätte. So, überfüllte medizinische Einrichtungen, super. Kaltes Zuhause kann man ändern. Wehe. Schlechtes Essen. Ja, schlechtes Essen müssen wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen anders. Ja, komm. Gönnt euch gutes Essen. Dann passt das. Steigen. Scheiße. Ja, Forschung. Na, Generatorleistung. Auf geht's. Wir müssen jetzt echt handeln. So. Und wir bauen. Wir müssen was bauen. Ja, Wachtürme werden natürlich die eine Sache. Ach, jetzt sind wir echt auf einem sehr, sehr tiefen Grad. So, 5. Ja. Und irgendwie dazwischen knallen. Hallo. Hey, hey. Das kann man damit füllen. Aber hier sind sie, die Wohnviertel eigentlich. Ja, das machen wir. Stahl ist uns ausgegangen, ja. Mir wurscht, solange die jetzt noch halbwegs irgendwie... Ah, oh, die sind gut. Das sind gute Arbeiter. Und die arbeiten auch, also klappt da alles so gesehen. Ja, Kampfarena wäre echt... Ja, okay, die beiden Wachtürme werde ich mal bauen. Kampfarena brauche ich auch. Was brauche ich für beide Sachen? 10 Holz, 5 Stahl plus... 30 Holz, Hammer. Ja, es geht beides. Machen wir alles. Ach cool, da brauche ich auch nochmal was. Ja, was ist das? Passive Defekte. Weniger als ein Drittel unserer Bewohner wohnen in der Nähe von Wachtürmen. Einwohner leben in der Nähe von Wachtürmen. Ja, schön. Einwohner sind hoffnungsvoller, okay. Wenn ihre Nachbarn für Sicherheit und Ordnung sorgen, ja. Okay. Gibt es eine Effizienz? Da gibt es echt eine Effizienz. Ne? Orte im Umkreis. Funktionstüchtig. So, wir bauen weiter. Ordnung.
glaube, ich werde mindestens zwei davon bauen. Einfach mal, weil wir es können momentan. Wir bauen echt noch einen. Wir haben momentan so viele Arbeiter und wenn wir die noch momentan haben, dann fände ich es auch gut, wenn wir die behalten. Knallen wir diese Arena ein. Ich hoffe mal, die ist relativ warm. Boah. So. Heiliger, was ist jetzt passiert? ...18 Uhr, okay, gut. Die haben keinen Bock mehr zu arbeiten, ja. Dann mal kurz Pause. Wir müssen wieder Essen ranholen. Was ist hier? Lagerkapazität erreicht. What? Okay, gut, dann müssen wir die eh abziehen. Die waren wieder faul hier. Wusste ich doch. So, die ordnen wir hier zu. Dann passt das alles. Mein Gott, wie wollen wir das machen, dass wir die Unzufriedenheit hier wegbekommen? Die, Alter, das ist... Mein Gott. Ah, die dauern nur 24 Stunden. Ja, okay, gut. Dann passt das ja. Weißt du nicht, wann die zu Ende sind, diese... Pardon. Diese 24 Stunden, aber ja, hoffe mal bald. Ne? So, ich wollte jetzt noch irgendwas umstellen. Was war das? Wieso ist hier keiner am Arbeiten? Ey, was ist denn los? Warum will hier keiner mehr arbeiten? Ja, okay, Holz haben wir eh genug. Könnten mal langsam auch ein neues Vorratsdepot bauen. Oder wie das heißt. Wo nehmen wir die Arbeiter her? Meinetwegen hier. Und ja, das sollte reichen, aber hier auch. Behalten wir uns ein paar in der Rückhand. So, ich hoffe mal, die sind jetzt nicht alle krank. Ja. Gut. Davoi. So, du machst hier schön weiter den Overdrive, sehr gut. Also kalt sollte es euch nicht sein. Und es wird auch irgendwie gar nicht mehr warm, kalt. Mein Gott, warm, so. was ist das hier? Ach so, wann die zurückkommen, ja. Oder ob die zurückkommen. Hm. Ja. Geschlossen zu der Jahreszeit. Warum sage ich mal Jahreszeit? Tageszeit. Hm. Aber ich denke, das sollten wir durchkommen. Ich meine, 14 Tage sind eine Menge Tagezeit. Gegenüber unseren Streitkräften, aber wir können immer noch einige ihrer Aktionen vereiteln. Ja. Sieht man eigentlich hier irgendwo London? Guckt euch die an, ey. Wie so richtige Goblins, oder? Ah! Sehr schön. Immer noch steigend. Ja, gut, wegen der scheiß Hoffnung ist es echt mega miese. Und ich hoffe wirklich, diese Neuigkeit geht da weg. Und ich denke, wenn die Neuigkeit da weg ist von dem Fall Winterheims, dann geht es uns auch wieder recht gut. So, was ist hier? Aha. Ja. Ich meine, wir stellen jetzt wieder gutes Essen her, von daher passt das. Auch da sollte die Unzufriedenheit weggehen. Boah, Alter, 56 wohnen nah eines Wachturms. Eine Wachstation, ja, Mois, Moment. Können wir nochmal ändern. Ja, Hoffnung steigt nochmal an. Perfekt. Jetzt wohnen schon 118 in der Nähe und der hier bringt, glaube ich, gar nichts. Aber können wir natürlich, alte Ingenieure, ne? Gut, schicken wir Ingenieure hin. Ja. Guckt euch die Wachtürme an, nicht schlecht. So richtig.
richtige coole Beleuchtung, muss man sagen. Vor allem in der Nacht sieht das echt stark aus, finde ich. Mit den Lichteffekten. Ja, vor allem, dass die auch durch die Zelt durchgucken können. Sieht natürlich echt interessant aus. So. Ja, Kampfarena. Das ist das nächste Ziel. Oder werden wir am nächsten Tag machen. So. So, jetzt habe ich natürlich nicht wieder den... Oder wieder nicht den Timer gestellt. Ja, sollte aber klar gehen. So. Ich denke mal, wir werden echt damit klarkommen. So, ich schaue nochmal eben. Ach, Zweck. Hier war das. Was gibt es denn hier noch so Schönes? Morgenversammlung, okay. Jede Morgenversammlung steigert die Hoffnung. Das, ja, warum nicht? Versammeln uns jeden Morgen, um sicherzustellen, dass alle unsere Zelte und Prioritäten für den... Also, dass alle unsere Ziele und Prioritäten für den Tag verstanden haben, okay. Finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Wachstation, ja, müssen wir wieder was bauen, ne? Unzufrieden steigt auch leicht an, okay. Wachstationen steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Ja, Wachstationen mindern die Unzufriedenheit von Einwohnern der Nähe. Wachstationen mindern die Unzufriedenheit von der... okay. Ja, von Einwohnern, die in der Nähe leben, aber die Unzufriedenheit steigt. Mit Wachen kannst du Proteste auflösen. Verlockend, aber ich glaube, ich nehme erstmal die Morgenversammlung, weil die einfach erstmal nur Gutes mit sich bringt. Und dann schauen wir weiter. Und ich glaube, den können wir auch gleich wieder ausschalten. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ah, schon kritisch. Ne, wir machen den aus, wenn wir mit der Fort sind. Und die sollte hoffentlich vor... ja, bevor der Generator explodiert, fertig sein. Das hoffe ich zumindest. So, kann man hier ein bisschen schneller vorgehen. Nacht ist jetzt nicht immer so interessant, auch wenn die überall rumleuchten. Toll! Gut, dass ich den hingebaut habe. Ja, wir werden dann hier demnächst die ganzen nächsten Siedlungen bauen. Wobei wir hier natürlich auch noch unendlich viel Platz haben. Boah, 17. So, die Einwohner, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es war nicht schwer, sie zu überzeugen, da sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Ich verstehe, ja. Das sind denn jetzt gerade diese 24 Stunden, die uns extrem auf den Sack gehen, aber ich denke mal danach... sollte das... guck mal, die Tendenz ist auch nicht mehr... so extrem hart. Also es war klar, dass sich da wirklich anschließen, so. Ja, mein Gott, die, also diese, wie heißt's, die Chats hier unten, wenn man das mal so nennen darf, dann, also die sind auf jeden Fall ein bisschen sehr schnell. So. Wann fangt ihr an zu arbeiten? 8 Uhr, ja. Aber ansonsten, ich finde eigentlich unsere Ökonomie ist sehr gut aufgebaut. Ja, es mangelt uns an nichts außer Stahl und Stahl, ja gut. Da kann man vielleicht noch was dran ändern, aber ich will ja... oh Gott, habe ich einen Schock. ja, die sind endlich da. Okay, gut, dann können wir mal gucken. Dampfkerne. Der Schutzraum besitzt genügend Vorräte und hält selbst den schlimmsten Wetter... hält selbst dem schlimmsten Wetterstand. Er schützt durch ein fortschrittliches Dampf... Erhitzungssystem vor der Kälte. Ja, Mai, warum bleiben wir nicht da? Ah, der Pfad zu einer Stadt. Der Unterschlupf ist komfortabel und mit Notfallverpflegung ausgestattet. Neben der schweren, runden Tür befindet sich eine Nachricht an alle Wissenschaftler. Wenn ihr irgendwelche Verpflegungen benutzt, vergesst nicht, den Quartiermeister bei eurer Rückkehr zur Stadt zu informieren. Also befindet sich noch eine andere Stadt hier draußen. In der Nähe des Weges befindet sich ein Schild, das in zwei Richtungen zeigt. In zwei.
Alter, London sind einfach 2000 Meilen, willst du mich verarschen? Nach Hause 27. Ja, wollen wir jetzt ernsthaft nach London durchbrechen oder was? Ja, würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Und wir brauchen ein neues Vorratsdepot. Und zwar Stahlbrücke. Ja gut, wenn es eine riesige Schlucht ist, vielleicht sollte man dann erstmal kurz zurück. Ja. Ach man, nicht immer. Ja, wir gucken nochmal hier rein. Was hier so abgeht, es ist ja schon bald 8 Uhr, müssen die auch wieder zurückkommen. Gut, die sind schon teilweise zurück. Nein, habe ich noch 5 eingestellt, ich Idiot. Das könnte jetzt ein kleiner Fehler gewesen sein. Deswegen, also die sind schon fertig, okay, gut, die können wir schon einstellen. Die laden wahrscheinlich gerade noch ab oder so. Und wir müssen aufpassen mit dem Generator. Oh, komm schon, geh weg. Warum ist denn wieder ein Erwachsener gestorben? Mein Gott, wie viele Tote sind da jetzt schon drin? 18, ah, ich denke mal, die werden nach diesen 24 Stunden hier graben. Okay. Können wir das bitte... Ah, geht doch. Kohle, Kohle, Kohle. Müssen wir noch irgendwas einstellen? Ja, hier. Ja, so viele Ingenieure. Ich überlege mir echt, Ingenieure lieber einzustellen. Gut, sind auch fertig. Wir können wieder bauen. Ich möchte jetzt wirklich einmal die Kampfarena und einmal noch ein Vorratsdepot. So, wo sollte ich das eigentlich in der Nähe bauen? Gibt es da einen Hinweis? So? Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Da kann man hier wieder nicht hinbauen. Oh, regt mich das auf, ja. Stopp. Was hat die denn für Werte? Die, im Moment, kann man das nicht irgendwo hier nachgucken? Ne, da nicht. So, Eigenschaften von jetzt bin ich mit der Forschung fertig, alles schön und gut. Ja, ich hoffe einfach mal, dass die relativ wärmedämpfend ist, diese Kampfarena. Bisschen blöd alles hier. Ja, genau, zu der Kohle. Warum auch nicht? Ja, kurz das gucken. Die Baracken sind wie breit? Hopp. Hopp. Also genau so, dass ich da auch wieder nichts zwischenbauen kann. Mann. Ich bräuchte da 2 Zelte. Nee, Zelte brauchen wir nicht mehr. Also hier können wir eh nicht mehr, genau. Dann machen wir die dahin, da können wir auch nicht als 2 bauen. Bauen wir die einfach mittig. Kampfarena. Alles klar, was war das wieder für ein Geräusch? Ja. Hier sind wir fertig, was das betrifft. Wir wollten die Fabrik forschen. Aber zuerst noch was bauen, genau, bevor die zurückkommen, 6 Stunden, okay, bald euch, brauchen wir, nein, bauen, Rohstoff, Rohstoff, Rohstoff und ein, das ist teuer, es mangelt uns echt an Steuern, das regt mich auf, arbeitet, ne, wir stellen jetzt hier tatsächlich mal Ingenieure ein, ich hoffe, die arbeiten schneller, Mann, das nicht hinbekommen hier. Ja. Wir werden da wahrscheinlich die Essensrationen zu viel haben. Naja. Und hier... Ui, sag doch was. Alter. Sonst kann man immer so ein Ausrufezeichen. Schock des Lebens, ey. Oh. Kampfarena gebaut. Ja, Hoffnung steigt auch. Nochmal. Sehr schön. So. Jetzt sagt mir nicht, dass das hier alles Kacke ist, was ich mache. So.
Das kann man ja machen. Kämpfende Person. Niemand kämpft. Ja, nice. Öffnet um 19 Uhr. Ja gut, das heißt, das müsste also jeden Abend ungefähr hochgehen. Mensch, was gibt's? Rechtzeitiges Eingreifen. Okay, die Nachbarschaftswaffe. Raffe, genau. Waffe. Hallo. Die Nachbarschaftswache hat also rechtzeitig eingegriffen. Sir, ein Kind ist auf den Generator geklettert. Es rutscht, ja, bei der Temperatur mit dem Ding. Oh Gott. Ja, geklettert. Es rutscht ab und fiel. Aber glücklicherweise war ein Mitglied der Nachbarschaftswache dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Schön. Dann hat die Wache das Kind zu seiner Mutter gebracht und beiden ins Gewissen geredet. Das hätte mit einem gebrochenen Bein oder noch schlimmer enden können, wenn unsere Wachleute nicht wären, kommentierte ein Nachbar. Ja, ein Glück, dass wir sie haben. Geht doch. Kriege ich mal Hoffnung jetzt? Nö. Ist trotzdem geil gewesen, was ist hier. Überlebende erreichen die Stadt. Neueinkömmlinge. Noch mehr. Sir, eine Gruppe Überlebender hat unsere Stadt erreicht. Sie sind müde und brauchen einen Platz zum Ausruhen, ein Abend zu essen und wahrscheinlich medizinische Betreuung, aber sie sind bereit zu helfen. Wie auch immer sie können. Ja, finde ich gut. Schon wieder 24 Obdachlose, Alter. Ich würde nicht mehr. Leute, hilft mir aus dem Postdepot. Ich will auf jeden Fall das hier haben. Also die Fabrik, langsam mal. Das werden auch neue Arbeitsplätze und generell ist mit den Arbeitsplätzen Rohstoffdepot-Aufwertung. Das ist verdammt wichtig. Gehen wir jetzt in 8 Stunden hin? Nee, kommen wir nicht hin. Fuck. Wir haben viel zu viel Essen. Und auf Essen zu produzieren. Stopp! Ist viel zu spät. Ja, Mai. Hier aufhören. Ich hoffe, so lange können die noch Essen holen. So, ich brauche jetzt wieder Baracken. 5000 Stück. Oh, ey. Ich brauche mal so richtige Obdachlosenheime. Das wäre schön. Das konnte man in Banished auch machen, falls euch das gesagt. Nein, Moment, Einwohner. Baracken. Hm. Ey Leute, ich baue so Scheiße und Witz, da kann man nichts gegen sagen. Naja. Es bleibt mir groß anderes übrig. Ich glaube, das wäre so ziemlich der sicherste Ort. Allen. So, hier drei hinklatschen. Wie viel kostet das nochmal? Mir egal. Ich kann ja ein bisschen mehr Straßen bauen. Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Aber ich habe so viel Holz. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Wir bauen Straßen. Yay. Hallo, Straßen. Achso, hier. Unser Straßennetz mal ein bisschen ausbauen. Falls das irgendwie noch irgendeinen Sinn hat hier. Von wegen Straßennetz. So, das kann noch verbunden werden. Da kann noch was verbunden werden. Noch was. Hier halt. Ich muss halslos werden. Es kommt ja gleich hier an und dann sagt er, nö, ist kein Platz mehr da. Ja, hier können wir schon mal vor. Obwohl, wahrscheinlich brauchen wir da gar nichts. Ich könnte natürlich weiterbauen. So, weil da müssen wir eh hin irgendwann. Und hier genauso. Sollte so passen. Wir bauen einfach schon mal fröhlich Straßen und dann passt das auch.
Die arbeiten und das ist irgendwie... Boah, die kriegen es nicht hin, ne? Was ist das hier? Komm, wir helfen hier mal mit Ingenieuren aus. Wir haben so viele Ingenieure. Nein, falsch. So. Und die Arbeiter können wir die restlichen einfach mal da drin lassen, damit die auch direkt arbeiten gehen. Damit die nicht hier übrig geblieben sind. Wer fehlt hier noch? Untätige Ingenieure. Aha. Was brauchen wir denn noch? Ich hoffe, die Ingenieure sind tatsächlich auch bessere Arbeit. Freizeit! Ja! Metzelt euch nieder. Oh. Und wir haben viel zu viel Holz. Ja. Voll. Top. Alter, was soll ich denn noch alles bauen? Gut, ich baue jetzt echt eine Menge, glaube ich. Ich brauche viel mehr Stahl zum Beispiel. Ja, ich brauche eben... Was mache ich denn hier? Ich brauche viel mehr Stahl. Also, ab. Er ist doch schon angebaut. Was ist hier los? Kalte Unterkünfte, schon wieder. Ah, Captain, einige unserer Unterkünfte. Nee, kann ich wieder ein Versprechen brechen. Ja, ich lasse es mir aber da mal... Bitte beheizen von 3 kalten Unterkünften. Heize sie 2 Tage lang. Ja, von 2 Tagen... Was ist der Unterschied? Ja, ich weiß nicht, wie lange der noch auch zum Abkühlen der Generator ist das Problem. Ich lasse mir da jetzt mal lieber ein bisschen mehr Zeit, ja. Der braucht was länger. Der braucht was länger, weil dafür brauchen wir dann wirklich auch wahrscheinlich alles. Ich guck mal eben. Wo haben wir denn jetzt Baracken gebaut? Oh Scheiße. Da kommen wir aber nicht hin, ne? Wir brauchen Forschung. Forschung, 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 hallo. Das können wir sogar fast abbrechen. Jetzt ist sowieso zu spät. Wobei, doch, eine Essensration gibt es langsam. Wieder Jens Jutta. Immer noch. Mann! Was könnten wir denn noch forschen? Schönes. Neuer Häuserentwurf, okay. Warte mal, was bringt das? Wir müssen, glaube ich, mal hier ein bisschen weiter vorgehen. Es fehlt halt Unmengen an Stahl. Oh. Ach, also, ach, so ist das. Ja, möglich die Erhöhung der Temperatur in allen... Ja, mit so einem... 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Okay. Das ist nice. Das sind die Frage, wie lange. Verbrennt 10 Brau. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das brauchen wir. Hallo. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Warum kann ich die Reichweite hier nicht machen? Ach, weil ich erst... Ach so, das sind die Dampfzentren. Die will ich nicht. Wobei, langsam werden sie vielleicht mal sinnvoll. Das machen wir, glaube ich, mal langsam, weil sonst kriege ich das hier nicht mehr hin. Der kann nicht so weit gehen. Ich glaube, wir müssen irgendwann Dampfzentren bauen. Aber ich nehme mir mal eben einen Schluck Wasser. Die können das nicht. Denn die müssen arbeiten bzw. sich hier bekriegen. Ich weiß nicht, ich kämpfe jetzt irgendwie im... Oh! Was ist das denn? Das ist Mensch. Ah, cool. Ja, Wirtshaus. Ich habe jetzt eigentlich keinen, obwohl. Ah. Steigt leicht an. Eine weitere schöne Sache wäre halt hier der Zwecksache mit den Morgenversammlungen. Steigert die... Ah, komm. Ah.
Nice. Ja, verpisst euch. Eine Handvoll nur noch. Keine Gruppe, ihr Penner. Ja. Vielleicht sehe ich den auch gleich mal hier. Das wäre natürlich schön. Gefällt mir irgendwie. Ja. Ach so, oh fuck, die warten wieder, ne? Die können wieder losziehen. Ja, Leute. Tag. Ein Tag, okay. Ups. Das ist krass. Jetzt sollte ich mir echt... mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder? Warum ist das wieder auf Rot? Oder warum blinkt das wieder? Ich hab doch wieder... keine Arbeitskräfte verfügbar. Ah, Moment mal. Da ist aber was falsch gelaufen. Arbeitskräfte, wo seid ihr? Oh, muss ich die doch wieder von Kohle, von den Kohlewerken abziehen. Ich hoffe, die ziehen dann trotzdem noch los hier. Was geht hier die ganze Zeit? Okay. Zwei in Behandlung. Echt nur zwei? Boah, das gefällt mir. Patienten 0. Also ganz ehrlich, die können sich nicht beschweren. Es sind zwei Leute in meinem Dorf. Leicht krank. In der Stadt ist es ja mittlerweile dann doch schon. Guck mal, ist sogar eine Uhr. Na gut, okay, hier unten kann man sich auch irgendwie mal denken, dass es dann doch irgendwann recht dunkel wird, sodass man vielleicht keinen Plan mehr hat, wie viel es ist. Aber ich meine, die Sonne sieht man eigentlich schon. Also ja gut. Zu jeder Stadt, denke ich mal, gehört es eine Uhr. Ich könnte so eine Art Rathaus bauen. Ja, das sieht schon so ähnlich aus wie ein Rathaus, finde ich. Sehr komfortabel, aber boah, viel mehr auch nicht. Ja, die hungern wieder, obdachlos sind sie auch. Oh, ach scheiße, obdachlos, stimmt ja dabei was. Baracke? Baracke, wo bist du? Baracke, ey. Baracke, ja. 10 Stahl. Ja, immer noch blöd. Hier fehlen dann 10, okay. Ja, müssen wir uns merken, die zwei wieder einzustellen und... aha. Gibt wieder was Neues zu lesen, sehr schön. Die Londoner sind eine Gruppe von Menschen, die derart von der Situation verängstigt sind, dass sie nach London zurückkehren wollen. Sie sind in dem törichten Glauben, dies sei der einzige Weg, um zu überleben. Ja, ist die Hoffnung der Einwohner gering, werden sie sich den Londonern anschließen. Bei einem hohen Hoffnungswert werden die Einwohner diese verlassen. Wenn die Einwohner diese verlassen, okay, ja genau. Also das heißt, es kann auch zurückgehen, sehr schön. Ja, da müssen wir uns echt ein bisschen pushen jetzt. Gut, die Londoner werden deine Herrschaft anfechten, ja, Konflikte provozieren und die Einwohner dazu drängen, die Stadt zu verlassen. Die Intensität der Konflikte ist vor allem vom allgemeinen Zustand der Gesellschaft abhängig. Ja, wir müssen die jetzt echt mal wieder aufpolieren. Da stand noch was. Nee, jetzt nicht. Temperatur, das wollte ich aber gar nicht. Ganz unten. Genau, Lagerkapazität. Ja, da wird es jetzt langsam wirklich knapp, das stimmt schon. Okay. Du kannst hier bis zu 900 Kohle und 300 von jeder anderen Rohstoffart lagern. Wenn diese Grenze erreicht ist, wird das Sammeln oder Entnehmen einer bestimmten Art von Rohstoffen gestoppt. Um dieses Limit zu erhöhen, baue ein Rohstoffdepot auf und stelle es so ein, dass es den gewünschten Rohstoff speichert. Jedes Rohstoffdepot kann 900 Kohle oder 300 andere Rohstoffe speichern. Rohstoffdepot. Ach so, entweder oder. Okay, und ein Vorratslager kann man jetzt nicht bauen. Da sind 400 übrigens drin. Just saying. Ach so, kann man hier noch was lagern? Kann das sein? Ich weiß es nicht.
Ja, Fakt ist, gleich bricht ein neuer Tag an und leck mich. Und ich würde jetzt erstmal die Folge beenden. Das ist auf jeden Fall Fakt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, tschüss.